Das ist er, der Weltmeister Branko Cikatić. Wir können auf ein spannendes Duell gefasst sein. Weltmeisterschaftskampf zwischen Branko Cikatić und Adrian Thompson. Thank you.
Branko Cikatic gewann bisher all seine Kämpfe in seiner Gewichtsklasse und die meisten auch noch durch K.O. Auch gegen seinen jetzigen Herausforderer, gegen Adrian Thompson, gewann er bereits vor 3 Jahren in Amsterdam durch K.O. und ist natürlich fest entschlossen, hier in der Düsseldorfer Philipshalle seinen Titel zu verteidigen. Ein unglaublich spannender Kampf bisher. Adrian Thompson, der Panther aus Manchester, hatte bislang erst eine Niederlage zu verzeichnen gehabt. Und dies war ausgerechnet im Kampf gegen Branko Cikatic vor 3 Jahren. Thompson ist zwischenzeitlich ins Profiboxlager eingestiegen, bestritt dort 11 Kämpfe, von denen er gleich 9 durch K.O. gewann. Aber wird das alles gegen diesen knallharten Branko Cikatic ausreichen? Und damit ringfrei zur 3. Runde. Ja.
Mit diesem Low-Kick bringt Cikatic, wir sehen das hier nochmal in der Zeitlupe, Thompson aus der Balance. Und Gott sei Dank schlägt er hier nicht nach. Vor einem Monat war er wegen Nachschlagens gegen den Holländer Van Horst disqualifiziert worden. Ja, schauen Sie sich das an. Welch enorme Schlagkraft. Thompson geht zu Boden und muss angezählt werden. Wir sehen das noch einmal in der Zeitlupe. Dieser wuchtige Haken zur Milz von Cikatic. Und Thompson geht zu Boden. Adrian Thompson wird vom thailändischen Meister Sken betreut, der sofort nach diesem Kampf nach Hongkong flog, um die Stunts im neuesten Film von Sylvester Stallone zu koordinieren. Cikatic wird vom holländischen Erfolgstrainer Tom Haring gecoacht. Und auf geht's in die vierte Runde. Three, three, three.
In dieser Runde hat man doch deutlich gesehen, wie schwer der Haken von Cikatic auf Thompson gewirkt hat. Der Engländer muss seine linke Körperhälfte stets abdecken, um nicht weitere Schläge auf dieser Seite zu kassieren. Damit fehlt aber automatisch ein Großteil der Wirkung bei seinen Boxtechniken. Aber auch Cikatic wirkt doch müde. Das wird für beide eine sehr schwere letzte Runde. Ringfrei zur letzten entscheidenden Runde. Und neuerlich geht Thompson zu Boden. Er wird wieder angezählt. Wir sehen das nochmal in der Zeitlupe. Innenhandschlag hier von Cikatic. Ja, und Thompson ist einfach müde. Fällt hier zu Boden. Der Kampf ist vorbei. Das war ein knallharter Weltmeisterschaftskampf, der bis an die Grenze der Leistungsfähigkeit beider Fighter ging. Nun haben die Kampfrichter das Urteil zu fällen. Ein großes Lob an beide Kämpfer, die hier vollen Einsatz gezeigt haben, aber auch ein Lob an das Publikum, das hier in der Düsseldorfer Philipshalle für eine Mordstimmung gesorgt hat. Gleichzeitig bewies dieses Publikum auch große Fachkompetenz und Fairness, was hoffentlich bei der internationalen Thai- und Kickbox-Gala des Muay Thai-Bund Deutschlands am 28. April in der Düsseldorfer Philipshalle nicht anders sein wird. Des heutigen Abends. Es gewinnt den Welttitel, die rote Ecke mit 13-0 Kampfrichterstimmen. Franko Cikatic.